伤着了。Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Verdammt, wie laut die Musik jetzt wieder ist, ne? Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Entfernt von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sage dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch schon schlimmer sein. Schon. Ich meine, überall auf der Welt weiß fast jeder schon. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht die ganzen Sterne da oben. Was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige, brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene. Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Kängurus? Hast du schon mal was versucht? Den Osterhasen aus Stern zu machen? Wie? Ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Hey, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Möchtest du einen machen? Natürlich. Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Da ist der Mond. Oh, wie schön wir es einfach machen. Okay, von drei. Drei, zwei, eins und los, ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Den großen Zusammenhang. Größer als all die anderen Nesthüten. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Da sind zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da? Da sind seine Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Ah, okay. Also, was glaubst du? Was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch niemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, es kann schon was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht. Denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir?
weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist darin? Oh, der Preis, den ich bei Glob dem Maulwurf gewonnen habe. Hast du da schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist. Da kommt also so eine Art Entenbiber. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny? Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalte es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja. Ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will da nicht angeben. Ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Ja, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Wenn du es vergisst, oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben aus dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Ja. Schön. Eine wirklich, wirklich rührende Geschichte. Also ich hatte, wie gesagt, bei sehr, sehr wenigen Spielen so brutal Gänsehaut wie jetzt. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment mal, soll das heißen? Sagt man nicht, dass du das auch hast kommen sehen. Und ich hatte ja schon geglaubt, dass sie wieder eine inspirierende Kindheitstrauma-Geschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und ein Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Das ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva. Nein! Eva. Ja. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Was müssen wir denn jetzt machen? Achso, wir müssen jetzt Eva suchen, ne? Aber wo war sie denn verflucht da unten? Da läuft doch was. Umdrehen! Neil! Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du es weißt. Ach ja? Nun, ich weiß, dass du weißt, dass ich... Hör mal, der Job ist ins Boot. Das wird nur dann passieren, wenn John motiviert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Aber wenn wir dafür River entfernen müssen, was soll die Sache dann überhaupt noch? Was soll sie dann noch? Er will überhaupt nur deshalb zum Mond, weil sie gestorben ist. Ich weiß, aber wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Antrag in diesem Spiel zu mischen. Scheiß auf den Vertrag! Ich habe diesen Job nicht angenommen, um mir die Lebensfreude zu nehmen, Eva. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich mache das hier, damit die alten Knacker mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können. Ich doch auch, und ich mag meinen Job. Aber wenn wir gegen unsere gesetzlichen Pflichten verstoßen, werden wir uns vor Gericht bringen. Das werden wir anfechten. Wir wissen, dass Johnny glücklicher wird, wenn er nicht zum Mond fliegt. Es gibt viele alternative Lebensagenten, mit denen Johnny glücklicher werden kann. Naja,
glaube besser, was er will. Besser als er selbst. Versteht er, ich riskiere Rüber doch nur deswegen, weil ich an sie glaube und... Was soll das heißen, du riskierst sie? Du entfernst sie! Außerdem werde ich es wieder gut machen. Wieder gut machen? Wie denn? Uns läuft die Zeit davon. Herr, trau mir einfach. Sagt die Frau, die mich von den schönen Leuchtturm geschubst hat. Hast du gerade... Verdammt der Lichtwerte. Mit deinen krummen Türen schaltest du meinen Zugriff nicht vollständig ab, Eva. Versteckte Fallen wirklich, Eva? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Danke, dass du das im Schatz sagst. Aber wer versteckt denn schon diese ziemlich teure Ausrüstung, die du hier durch die Gegend wirfst? Ich meine es ernst, bleib einfach, wo du bist und warte, bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal. Wo ist sie denn? Hör mal, zwing mich nicht. Zwing mich nicht dazu, hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen. Du würdest ernsthaft riskieren, dass seine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben. Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Oha, ich jump wieder. Oder... Komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Das meinst du doch nicht wirklich. Findest du das witzig, Eva? Großer Gott, das sind nicht nur einfache Zombie-Evas. Das sind Zombie-was. Kein Schritt näher, ich bin bewaffnet. Hä? Alter! Nein! Des Flurs. Puh, diese Dinger sind also doch so etwas gut. Alter, lauf halt. Ja, ist ja gut. Ich kann nicht beides. Maustaste und... Nein! Alter. Boah, wer entwickelt da bitte sowas? Vor allem, wir kommen ja auch immer wieder an der gleichen Stelle raus. Hüpp! Hüpp, Alter! Na! Das Spiel macht mich gerade irgendwie... Das ist alles nur eine Schleife. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh, Mist drauf. Was? Was ist das? So.